Willkommen, liebe Freunde, zu Freitalk. Ja, man kann es nicht leugnen, wir gehen mit Riesenschritten auf Weihnachten zu. Morgen ist bereits schon der zweite Advent. Ja, und wenn Sie vielleicht, liebe Modellbahnfreunde, noch etwas für Ihre Modellbahn suchen, da habe ich, glaube ich, heute was Passendes für Sie. Mir zugeschalten heute bei meiner heutigen Freitalk-Sendung müsste jetzt Andreas Braun sein im Schwarzwald. Ich beneide ihn sehr darum. Da unten im Gebirge liegt sicherlich noch viel Schnee. Und ja, Andreas, wie sieht's aus? Grüß dich erstmal. Ja, hallo Frank, Grüße in die Hauptstadt. Wir haben tatsächlich Danke. Noch ein bisschen Schnee. Also nicht so viel, wie manch Skifahrer vielleicht erhofft, aber so viel, um sich Inspirationen für die Winteranlage zu holen. Ja, über die Winteranlage werden wir heute auch noch sprechen. Das ist ja auch mal so gerade so um die Zeit so mein Spezialthema. Man sieht ja immer wieder Modellbahnanlagen, die im schönsten Frühjahr, im Sommer, vielleicht noch im Herbst stattfinden. Aber Winteranlagen sind seltener, kommen aber langsam in den Trend, glaube ich. Absolut, ja. Also bei uns, wir haben letztes Jahr sehr viele Nachfragen bekommen mit auf unserem Adventskalender, weil da so eine Schneelandschaft mit drauf war, was man denn da so für Produkte bringen könnte. Und den Trend haben wir wahrgenommen und dementsprechend dieses Jahr tolle, spannende Produkte dazu auf den Markt gebracht. Gut, bevor wir jetzt über diese Produkte sprechen, das machen wir selbstverständlich, liebe Modellbahnfreunde, gedulden Sie sich noch ein wenig. Ich möchte gern mit Andreas erstmal so ein bisschen das Modellbahnjahr Revue passieren lassen. Sind denn so im Großen und Ganzen die Auslieferungen und die Wünsche, die ihr erfüllen wolltet, eingehalten worden? Konnte Modellbahner dieses Jahr schon etwas besser aus dem Vollen schöpfen? Denn es gab ja auch in den vergangenen Jahren, wissen wir ja, hier und da immer wieder Probleme. Also die Probleme treffen uns natürlich auch immer wieder. Wir versuchen da, so gut es geht, eine realistische Planung zu machen. Also wenn wir unser Neuheitenprospekt planen, zu sagen, da ist ein realistischer Zeitpunkt, wo das Modell auf den Markt kommen kann. Aber die Realität holt einen dann immer mal wieder ein. Aber im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden mit dem, was dieses Jahr alles rauskam. Und ich denke, da wird für jeden da draußen, egal welcher Spurweite oder welchem Thema, was dabei sein. Ja, nun ist ja Faller ja ein sage ich jetzt mal, Traditionsunternehmen. Ihr seid ja schon verdammt viele, viele, viele Jahre am Markt. Und ich kann mich auch selber noch deutlich erinnern, ich als Steppel in der ehemaligen DDR, als 12-Jähriger, wie ich von meinen Verwandten mein erstes Modellhaus von Faller geschenkt bekommen habe und ich auch selbst gebaut habe. Ich war stolz wie Bolle. Ich hatte ein Westhaus auf meiner Anlage, dem dann auch bald weitere folgten. Und die habt ihr ja auch so in dem Retro-Programm drin wieder aufgenommen, wie zum Beispiel dieser Stadtspringbrunnen oder die Mühle, wo man hinten mit diesem Stöpsel den Wasserfluss regulieren musste. Das waren schon tolle Sachen für mich und die bin ich auch wirklich sehr beneidet worden. Das war, also für mich war Faller schon immer an der Stelle erstmal zur damaliger Zeit der Häuslebauer und der Zubehörhersteller für mich, wo ich immer wirklich aus dem Vollen schöpfen durfte. Ja, heute wollen natürlich die Modellbahner und Sie zu Hause, liebe Freunde, auch aus dem Vollen schöpfen und vielleicht die eine oder andere Anregung noch mitnehmen. Und ich denke, Andreas hat uns da so ein bisschen was mitgebracht und das wollen wir Ihnen eigentlich auch zeigen. So, ich möchte ganz speziell auf unsere Aktionssets eingehen, weil die sind einfach eine tolle Sache für Weihnachten, um in das Thema reinzustarten. Ich denke, wir haben hier auch ein paar Bilder passend dazu. Wir fangen an mit dem Bahnhof Feldkirchen. Das ist ein Bahnhofsset. Da sehen wir das auch, genau. Genau. Das ist ein Bahnhofsset. Da ist der Bahnhof dabei, ein kleiner Bahnübergang mit Bahnwärterhäuschen und noch zusätzlich so einem kleinen, ich sag mal, Güterschuppen. Und man kann im Prinzip damit schon ganz schick, da sieht man jetzt den Güterschuppen und das Bahnwärterhäuschen, schon den kompletten Bahnhofsteil ausgestalten. Diese Bahnhofsets, die ich aufbaue,
die kann man ja eigentlich auch praktischerweise, wenn man eine Teppichbahn hat oder wenn einer ein Starter-Set geschenkt bekommen hat, gerade bei den Kindern kann ich mir das gut vorstellen, kann man ja diese Packung ja auch schon vorher aufbauen und auch auf dem Teppich schon anfangen, mit Gelände zu dekorieren, oder? Die haben ja den Bahnhof eigentlich schon vorgeplant mit den zwei Gleisen. Und ich muss ja in diesem Ring, daher kommt auch der kleine Bahnübergang, ich muss ja aus dem Ring mit meinen Autos auch irgendwie wieder raus. Das heißt, ich habe den Bahnhof, der oft im Ring liegt und dann quasi die kleine Straße, die irgendwo über die Landschaft führt oder über den Teppich. Und hinten kann ich dann über meinen kleinen Bahnübergang aus dem Eisenbahnring rausfahren. Also es ist eine super Ergänzung zu so einem typischen Startset, was es von den verschiedenen Herstellern so gibt. Und man muss es auch erwähnen, die Startsets sind preislich im Vorteil gegenüber dem Einzelkauf der Modelle, oder? Absolut, ja. Also sie sind speziell für die Einsteiger gemacht und eben, dass man ein Ensemble aus verschiedenen Gebäuden hat, die perfekt zusammenpassen, die gut zu bauen sind, nicht zu schwierig, nicht zu einfach, eine vernünftige Größe haben und ich kriege da halt für ein vernünftiges Geld ordentlich Bausatz. Ja, und für vernünftiges Geld wollen wir gleich zu unserem zweiten Set übergehen, nämlich das Bahnbetriebswerk. Das ist ja auch immer noch so ein Thema. Und dieses Bahnbetriebswerk, was du hier als Set anbietest, ist ja eigentlich auch dafür geeignet, so auf kleinen Anlagen, hier haben wir es. Ja, wie soll ich sagen? Direkt daneben. Also eigentlich für die Leute, die noch ein bisschen bahnaffiner sind und der Bahnhof nicht reicht, mal vielleicht den ein oder anderen Rangierbetrieb noch machen möchte oder mal die Dampflok mit Wasser wieder auffüllen möchte, hat man halt dann noch den Wasserturm, den kleinen Schuppen dazu und das ergänzt sich dann mit dem anderen Set auch ganz gut. Wir hatten in den vergangenen Jahren auch schon Aktionssets komplett auf einer Anlage verbaut, also auf einer Anlagengröße von 1 auf 2 Meter. Also sowas, mit dem man ganz gut starten kann. Da passt der Ring, den ich als Startset bekomme, perfekt drauf und dann halt noch die passenden Häuser. So, und in diesem Vorteilspack oder Startset sind also wieder drei Gebäude, glaube ich, habe ich richtig mitgezählt, oder waren es vier enthalten? Das sind noch so ein bisschen kleinere Sachen dabei. Brauche ich dich als Fachmann? Den So kleine Wasserkran, den Ausschmückungen sind noch. Wasserkran. Der Ja. Wasserkran, danke. Genau, ist auch noch mit dabei und so ein bisschen kleinere Ja. Gegenstände. Ja. So, und dann hast du uns natürlich für diese Sets, zwei kommen selten allein, aller guten Dinge sind drei, sage ich immer. Dann entführst du uns nochmal mit einem dritten Set ja in eine ganz andere Region. Wir gehen jetzt mal von den Bahnanlagen weg. Und was sehen wir hier? Ja, wir haben hier noch das Sägemühlen-Aktionsset. Also da ist eine Sägemühle mit dabei. Ich gucke hier einmal kurz auf meinen Spickzettel. Noch ein kleines Wohnhaus mit so einer Gastwirtschaft und noch kleinen Schuppen. Und das kann ich halt auch zu den beiden anderen Sets, die halt sehr bahnnah sind, habe ich halt eher so die ländliche Idylle, um noch ein bisschen Auflockerung mit reinzukriegen. Kleinen Biergarten sieht beim Einspieler ganz gut. Also für Das klingt gut. Biergarten klingt immer gut. Biergarten klingt immer gut, Andreas. Und ich habe auch einen Traktor entdeckt, den ZT300. Mensch, wo habt ihr denn den her? Ja, unser Anlagenbau hat einen reichhaltigen Fundus. Also, es ist eine sehr hübsche Idee und vor allen Dingen, es ist ein, ja, wie soll ich sagen, ein ländliches Idyll mit einem Sägewerk, was man überall und vor allen Dingen auch im Schwarzwald findet, denke ich mal, kann man auch sehr gut ausgestalten, das ist klar, und dann kann man auch wirklich sehr, sehr viel draus machen, denke ich mal. Man sieht es ja auch auf den Bildern und wir haben es ja auch schon gerade gesehen. Also, es ist ein recht hübsches Gimmick, aber das ist etwas umfangreicher, glaube ich, dieses Set, oder? Ja, das sind insgesamt 4 Gebäude, die es zu bauen gibt. Und ja, ein bisschen größer, aber halt trotzdem noch preislich attraktiv. Ja, also ich denke mal schon bei vier Gebäuden, wenn ich jetzt für jedes Gebäude 10 € ansetze, sind wir auch bei 40 €. Also insofern ist das schon, denke ich mal. 57, 59. Aber für die Menge, die man an Gebäuden kriegt, ist es sicher ein trotzdem ganz gutes Angebot.
Und man kann auch eine gute Ecke damit wiederum auch gestalten. Und wer noch ein bisschen Geschick hat, und das wäre das nächste Thema, kann ja dann auch mit Pinsel und Farbe das eine oder andere von diesem neuen Glanz und neuen Touch ein bisschen befreien. Ich glaube, das ist dann auch immer noch so ein Thema, Altern von Gebäuden oder Anpassen und so weiter, denke ich mal. Aber das ist ein anderes Thema, das wollen wir heute eigentlich gar nicht so besprechen. Ja, du hast also mit diesen drei Sets eigentlich mal, denke ich mal, ein recht vernünftiges Angebot für die Modellbahner nochmal gemacht, die also vielleicht das ein oder andere noch suchen für ihre Ecke in der Anlage oder eben für die Väter, Mütter, Opas, Omas, Onkel, Tanten, wer auch immer, ja, für die Kinder noch ein passendes Geschenk sucht, ein Starterpack einer Modelleisenbahn. Es gibt ja ganz, ganz viele Hersteller, ob das Pico, MacLean, Fleischmann, Rocco und so weiter, die bieten ja im Grunde genommen alles an, von analog bis digital. Da hat man also auch einen richtigen Fundus. Kaufen Sie es nicht so klein und denken Sie bitte dran an das, was wir Ihnen jetzt gerade gezeigt haben. Das ist noch ein bisschen Bastelarbeit, und ich glaube bis Heiligabend, aber wer ja, sich ein bisschen ranhält, kann das also hinkriegen und kann seine Kinder beglücken mit einer wunderschönen Starteranlage und den Häuschen oder diesen Vorteilspackungen mit diesen Sets von Falla. Ja, Andreas, jetzt sind wir. Hätte ich fast gesagt am Ende, nein, das war jetzt Spaß. Das waren also jetzt mal so paar, noch lange nicht, noch ein paar Ideen, wenn man also für den Starterpack für die Teppichbahn was bucht, sucht. Aber ich hatte ja am Anfang gesagt, was sehr interessant ist und was ich persönlich auch immer sehr interessant finde und jetzt auch zunimmt, die Winteranlagen oder der Jahreszeit entsprechend die Anlage zu gestalten. Und auch da seid ihr eigentlich ganz gut dabei. Genau. Wir haben jetzt hier zum Beispiel zwei Weihnachtsbuden in dieser winterlichen Aufmachung. Wenn man jetzt zum Beispiel einen kleinen Weihnachtsmarkt gestalten möchte auf seiner Anlage oder einfach nur ein kleines Diorama für so einen Schrank, wie ich den hier hinter mir stehen habe, ein kleines Diorama bauen möchte, wo Figürchen drauf sind, eine kleine schöne winterliche Szene, sind es halt ganz nette Gebäude, die nicht so viel Platz in Anspruch nehmen und da gibt es halt Lebkuchen oder gebrannte Mandeln, haben wir verschiedene Buden und das ist total toll dann. Das ist jetzt gemein, was du gesagt hast. Ich sitze hier im trockenen Studio und du redest von Lebkuchen, gebrannten Mandeln. Ich hätte jetzt bloß noch gewartet, bis du gesagt hättest, Glühwein. Dann hätte ich jetzt protestiert. Also, man muss also auch dazu sagen, diese Häuschen kann man dann auch nachträglich beleuchten. Die kommen ohne Beleuchtungssatz sozusagen. Kommt drauf an, also die Kirmes oder beziehungsweise hier diese Weihnachtsbuden, die kommen ohne Beleuchtung, aber das Set, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen, da sind die Beleuchtungssockel und noch eine weitere Überraschung mit dabei. Das können wir ja auch gleich mal einspielen, das zweite Set dazu. Da haben wir schon, der Weihnachtsbaum gehört auch dazu. Gibt es in einem Set mit dazu, da ist das Bäumchen fertig beschneit und diese Lichterkette. Bei den zwei Buden quasi noch mit on top, damit ich da noch ein bisschen Stimmung mit in die Anlage reinkriegen kann. Und das andere Set, gehe ich davon aus, kommt gleich noch der Einspieler. Natürlich, dann machen wir gleich hinterher. Da sind wir beim Winter in den Bergen. Also das sind auch wieder drei Gebäude, auch so ein Aktionsset, wie jetzt die anderen, die wir vorhin vorgestellt haben. Da sind zwei so ländliche Alpenhäuser mit dabei und eine kleine Kapelle. Die Beleuchtungssockel dazu, also für jedes Haus einen, den kann man dann unten schön reinmachen, warmweißes Licht. Und eben die Eiszapfen und die Schneepaste sind da auch mit dabei, damit ich die in die winterliche Anlage gleich einschneien und integrieren kann. Also hier kann man, glaube ich, mit diesem Angebot, liebe Freunde, was Andreas uns hier gerade, was die Winterlandschaft betrifft, eigentlich schon ganz gut was anfangen, glaube ich. Das macht eigentlich Lust auf mehr. Und das ist ja auch das, was wir heute Ihnen eigentlich zeigen wollten. Wir sind ja im Winter unterwegs, wir sind auf Weihnachtsmärkten unterwegs. Ich habe gesehen, dass es auch Bratwurstbuden gibt und Glühweinstände. Hat er jetzt unterschlagen. Er wollte jetzt keinen Ärger mit mir kriegen. Aber ich habe es gesehen. Es gehört dazu. Und es sieht auch vor allen Dingen, wenn man das dann im Bild sieht, nochmal als Abschlussbild, auch fantastisch aus. Das sollte doch eigentlich mal jeder probieren. Und wenn er erst mal so ein kleines Diorama baut und dann vielleicht später sagt,
Ja, das könnte ich mir auch mal auf einer kleinen Anlage, einer Nebenbahn schön gestaltet, gerade um diese Weihnachts- und diese Jahreszeit ganz gut vorstellen. Ja, Andreas, wo kriege ich denn jetzt den Schnee her? Der liegt tatsächlich schön im Set mit dabei. Und wenn mir der Schnee ausgehen sollte, habe ich noch mal ein Schneeset. Da ist so eine Schneefarbe dabei und das Schneepulver. Da trage ich einfach die Farbe auf meine Landschaft auf und streue dann in die noch flüssige Farbe das Schneepulver ein und kriege dann diesen schönen glitzerigen winterlichen Schneeeffekt. Und Also was wir das mit deinem Schnee in Berlin machen, da müssen wir mal gucken. ja, Vielleicht reden wir schneit's ja lieber nicht drüber. pünktlich zu Weihnachten. Wobei ich sagen muss, wir hatten jetzt in Berlin zumindest, also heute sind die letzten Reste, die dann so langsam wegtauen. Wir hatten ja jetzt schon 3 Tage, ja, Tauwetter war ja angesagt. Finde es eigentlich ein bisschen schade. Ich fand das wirklich sehr schön. Auch, dass die Innenstadt so schön der Schnee gelegen hat, hat wunderbar Spaß gemacht, auch über die Weihnachtsmärkte zu schlendern. Das war dieses Flair, was man da eigentlich so gebraucht hat. Es war auch ordentlich kalt. Mir hat das wirklich wunderbar gefallen. Ich finde es eigentlich schade. Es war gerade mal wieder so ein Schmuddelwetter bekommen, aber die Meteorologen sind sich eigentlich ziemlich einig, dass nächste Woche die Temperaturen wieder runtergehen und die Hoffnung vielleicht doch wieder, und das ist ja immer die Hoffnung, die wir alle haben, Andreas, weiße Weihnachten, wobei du im Schwarzwald, in Gütenbach und Umgebung eigentlich gar nicht so bangen musst, oder? Ganz gut, aber ich würde mich natürlich auch für euch freuen, wenn es den Weihnachtsmarkt noch ein bisschen einschneit und man noch mehr winterliche Stimmung bekommt. Also ich habe es hier gemerkt, zum ersten Advent schon mal schön Schnee zu haben, da kommt auch viel mehr winterliche Stimmung auf. Und ich hatte dann sofort auch Lust, so ein winterliches Diorama zu bauen. Und dann kann man sich einfach kurz nach draußen gucken, genau, den Weihnachtsmarkt anschauen und sagen, das baue ich jetzt nach. Kann man einen Glühwein oder 2 Glühwein trinken und dann kann man weitermachen, um sich Inspiration zu holen. Das ist klar. Andreas, wir sind am Jahresende. Ich sag mal, als Journalist ist man immer ziemlich neugierig. Ich kann eigentlich jetzt schon ahnen, was für Antworten ich auch von dir bekomme. Kannst du uns vielleicht schon so ein bisschen was verraten, was Faller für nächstes Jahr, so Anfang des Jahres, an Neuheiten bringt? Oder hole ich mir jetzt wieder eine blutige Nase? Ich kann sagen, es hilft natürlich, nach Nürnberg auf die Spielwarenmesse zu kommen. Da gibt es ja auch dieses Jahr wieder am Samstag den Besuchertag, wo jeder Kunde von Ja. uns gerne auf dem Fallerstand besuchen darf und sich dort die Neuheiten angucken darf. Eine Sache jedoch kann ich dir verraten, und zwar, wir sind ja hier nicht ganz weit weg vom Bodensee und haben uns mal wieder das Spur-N-Sortiment angeguckt. Wir hatten auch in Friedrichshafen auf der Messe das kleine Schiffchen dabei in Spur N. Das ist so ein Dampfschiff oder kein Dampfschiff, ein Motorschiff, nennt sich Österreich und tuckert heute noch von einem Verein betrieben über den Bodensee. Und das ist sicher eins der Highlights, die kommendes Jahr kommen wird. Da haben wir jetzt ein schönes Neuheiten-Diorama oder eine Neuheitenanlage gebaut, wo das auch mit verbaut wurde. Da sind noch mehr N-Neuheiten mit drauf. Also da lohnt sich auf jeden Fall der Besuch. Und ich denke, für alle N-Bahner da draußen ist das sicher was Tolles, als Ergänzung. Das höre ich doch mal gern. Das sogar mal für die kleineren Spuren, weil ja meistens die N- oder TT-Bahner sich immer beschweren, dass eigentlich für die kleinen Spuren das Angebot nicht immer so reichhaltig ist. Wobei bei euch ist es ja nicht so. Ich habe ja auch gesehen, dass ihr im N-Bereich ziemlich stark unterwegs seid. Und die N-Bahner wird es freuen, wenn sie dieses kleine Schiffchen in ihrer richtigen Größe bekommen. Und da kann man ja auch auf der Anlage schon wieder überlegen, baue ich jetzt einen See, einen großen Hafen oder was weiß ich nach. Das ist eigentlich eine nette Idee. Danke für diesen Tipp, den du uns jetzt schon mal vorab gegeben hast. Ja, und den Rest werde ich wahrscheinlich dann auf der Messe mit dir nächstes Jahr besprechen dürfen. Da werden wir nochmal drüber sprechen, genau. Ja. Okay. So, dann haben Sie es also gehört, liebe Modellbahnfreunde, die Faller-Neuheit. Eine hat er gucken lassen von Spurende Andreas. Finde ich sehr schön, die Idee. Und die anderen Neuheiten müssen Sie sich gedulden bis zum
31. Dezember, nee, Januar, Entschuldigung, 31. Januar 2024. Dann werde ich also von der Messe Nürnberg berichten und dann sehen wir uns wieder, lieber Andreas. Ja, so machen wir das. So machen wir das. Ja, das war's also für heute, liebe Freunde. Meine Freitalk-Sendung mit den kleinen, ja, sage ich mal, Denkanstößen, vielleicht noch für das Starter-Set oder für die Heimanlage im Winterformat oder ein kleines Winterdiorama doch noch in Angriff zu nehmen. Bis Weihnachten ist ja noch ein bisschen Zeit. Machen Sie was draus, würde ich sagen. Andreas, ich danke dir ganz herzlich für dieses kurze Gespräch, für meine heutige Freitalk-Sendung. Die Neuheit haben wir mitgenommen in Spur N. Das wird also die Spurendler sicherlich sehr freuen und alles andere kommt dann im Januar. Bedanke mich bei dir. Viele Grüße in den Schwarzwald nach Güdenbach. Grüße zurück und danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis bald. Ja. So, liebe Freunde, das war's also für heute. Freitalk kurz vor dem zweiten Advent wieder zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, für Ihr Interesse, ja, und freue mich dann schon mal auf die nächste Sendung mit Ihnen. Ja, und was sage ich immer zum Wochenende, auch wenn es Advent ist? Hände hoch, Wochenende, ran an die Modellbahn. In diesem Sinne, vielen Dank, tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihr Frank Buttig.